Hallo und herzlich willkommen zu der Reihe Night of the Pack. Dieses Mal mit einem agilen Thema, ein Thema aus dem Scrum und agilem Umfeld. Und wir befassen uns heute mit dem Thema einer für alle, alle fürs agile Team, warum gute Zusammenarbeit im Team mehr als nur Fachkompetenz erfordert. Und dazu möchte ich euch gerne mit auf eine Reise nehmen. Und zwar habe ich mir folgende Vision für den heutigen Austausch überlegt. Ich sage, dass ein gutes Team, ein effizientes Team, mehrere Zutaten benötigt. Deswegen möchte ich mich heute austauschen mit euch über das Thema, was macht ein agiles Team aus? Agile Teamarbeit durch Selbstorganisation und der Faktor Mensch als Lösung. Und wir fangen direkt an. Was macht ein agiles Team aus? Hier würde ich direkt in den Austausch gehen wollen und frage euch mal, was agiles Team, was Teamarbeit denn für euch bedeutet. Ob ihr Erfahrungen auch gemacht habt, ob es einen Unterschied macht, ob man agil arbeitet oder eben nicht in einem Team. Wer Interesse hat, wer dazu was beitragen möchte, vielleicht auch konkret ein Anliegen hat, was er aus seinem aktuellen Teamgeschehen besprechen möchte, könnte das an dieser Stelle sehr gerne machen. Ich habe auf jeden Fall noch mal eine Definition vom Wort Team mitgebracht. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum da Duden steht 2022. Im digitalen Zeitalter schauen wir vermehrt ins Internet, schauen uns vielleicht dort auch noch mal Lexika an oder Fachbeiträge oder durch Kommunikation werden uns manche Definitionen vorgegeben. Ich habe das Wort Team ausgewählt. Das beschreibt Gruppe von Personen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere hat bei dem Gedanken, dass es jetzt um ein Team geht, auch schon mal Vorstellungen gemacht und Erfahrungen gesammelt und hat vielleicht auch dadurch negative Erfahrungen gemacht, indem man Team als toll ein anderer macht definiert hat. Ich kann mir vorstellen, weil das sehr negativ behaftet ist, dass das öfter im Umlauf gekommen ist, als das nette positive Pendant zu diesem Team. Und zwar, dass Team auch bedeuten kann, together everyone achieves more. Das heißt, alle zusammen erreichen gemeinsam mehr. Und was hier jetzt nochmal ganz wichtig ist, dadurch, dass jedes Teammitglied seine jeweiligen Fähigkeiten, Kenntnisse, aber auch Erfahrungswerte und vor allen Dingen das Wissen mit einfließen lässt in die Zusammenarbeit, entsteht eine sogenannte Wechselwirkung, eine Interaktion und dadurch ein Mehrwert. Mehrwert, ein ganz großes Thema, gerade im agilen Kontext. Was aber auch nicht unwichtig ist, dass Teams Veränderungen unterliegen. Das heißt, kein Team bleibt auf Dauer bestehen. Es kommt zusammen, es trennt sich, setzt sich neu zusammen. Selbst wenn sich ein Team neu aus den gleichen Personen zusammensetzt, wird es nie das Team sein, was es am Anfang war, weil immer andere Einflüsse da reinwirken. Ich denke, der ein oder die andere hat es bestimmt gehört, bei dem Thema unterliegen Veränderungen. Teamdynamik ist auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen. Wenn ich weiß, wenn ich mir bewusst bin, dass wenn ein Team zusammenkommt, es erstmal in die sogenannte Forming-Phase kommt, das heißt in die Kennenlernphase, in den Einstieg, weiß ich aber auch, dass eine Storming-Phase folgen wird. Das bedeutet, als Konfliktphase auch benannt, es bilden sich vielleicht schon Grüppchen oder unterschwellig treten schon Konflikte auf, weil man den einen oder die andere vielleicht nicht mag. Sowas auf persönlicher Ebene grätscht da oft mit rein. Aber diese Phase ergibt dann die sogenannte Norming-Phase. Hier werden sich Regeln herausgebildet, hier kooperiert man, hier gibt man Feedback und das ist die Basis, um in die Leistungsphase des Performing zu gehen. Und wenn ich mir bewusst mache, dass in einer Gruppe, in einem Team diese Phasen einhergehen, dann fällt mir das Verhalten manchmal auch einfacher. Aber darauf gehen wir noch ein. Was hier jetzt wichtig ist und in die Grafik nicht eingebaut ist, sondern ich extra gesetzt habe, die Grafik ist in Anführungsstrichen recht alt. Sie ist von 1965 von Tuckman erstellt, ein Psychologe. Er hatte 1977 schon die fünfte Phase eingebaut. Das ist die Phase der Trennung. Die erachte ich als besonders wichtig. Wenn man sich darüber Gedanken macht, dass ein Team, wenn es zu Ende ist, nicht automatisch auseinandergeht, sondern vor allen Dingen, wenn es Reibereien gab, man diese Phase der Trennung auch gut nutzen muss, zu reflektieren und jeden wieder da abzuholen, dass man mit einem guten Gefühl und einer guten Einstellung auch ins neue Team geht, ist diese Phase unerlässlich. Wenn man das Pendant jetzt im agilen Arbeiten sucht, könnte man nach Scrum zum Beispiel gehen und sagen, dass die Sprint-Retrospektive ganz wichtig ist in der Phase der Trennung, weil sie ja das letzte Event ist, bevor es in den neuen Sprint geht. Auch ein ganz wichtiges Thema.
Ich habe euch jetzt, weil wir viel über das Thema Team gesprochen haben, aber immer das kleine Wörtchen agil vergessen haben, ein Video mitgebracht. Es ist ein sehr kurzes Video und da wir ja über agile Teams sprechen, ist die Frage, in dem Video wird ja auch erklärt, das ist ein agiles Team mit diesen 4 Punkten, die da stehen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, ist, genügt das? Das bedeutet, ich würde euch jetzt hier auch nochmal fragen, ob es euch genügt, die Erklärung, wie sie da genannt wird. Ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man im agilen Umfeld oder auch mit Scrum arbeitet, dass ganz viele andere Wörter noch wichtig sind, die da auch auftauchen, die jetzt hier alle fehlen. Die Frage ist, fällt euch da was ein? Möchte da jemand was zu mitteilen, was essentiell wichtig ist, wenn es um agile Teams geht? Ja, Nadja? Also eine Sache, die mir vorhin schon eingefallen ist, als du das erste Mal gefragt hattest, jetzt gar nicht explizit in Bezug auf agile Teams, aber einfach um Teamarbeit generell. Bei mir kommt dann immer dieses Wort Resilienz auf, einfach weil man ja mit verschiedenen Persönlichkeiten zusammenkommt und dann kommen ja immer noch die Aufgaben hinzu, die sich ja auch immer wieder ändern und deswegen finde ich halt immer, dass man selber so ein bisschen über Resilienz verfügt, ist da immer sehr wichtig oder dann kann die Teamzusammenarbeit auch irgendwie besser gelingen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig und auch ein wichtiger Punkt. Kommen wir auch noch zu, weil Resilienz auch mit in den Kompetenzbereich erzählt, wo ja meine These war, dass es mehr als nur die Fachkompetenz erfordert. Super, vielen Dank. Danke, Nadja. Ich habe zusammengestellt, gerade die Personen, die sich vielleicht auch mit dem Scrum Guide beschäftigt haben, die Wörter, die immer wieder auftauchen, sind natürlich, dass ein Team cross-funktional zusammengesetzt sein sollte. Was bedeutet das? Dass das Team alle notwendigen Skills zur Verfügung hat, um eine Aufgabe eigenständig bewältigen zu können. Hier kommen wir schon, Thema Aufgabe eigenständig bewältigen hinzu. Ein Team sollte selbstorganisiert und eigenverantwortlich sein. Das heißt, das Team ist in der Lage, auch komplexe Aufgaben flexibel, dynamisch, produktiv und kreativ eigenständig bearbeiten zu können. Und das ohne große Abhängigkeiten oder Auswirkungen von außen. Ganz wichtiges Thema. Wichtig ist auch, dass die agilen Prinzipien verstanden sind. Stichwort agiles Manifest. Das heißt, die Basis für eine gute Teamzusammenarbeit und eine gute auch agile Arbeit ist, dass das Team die gleichen agilen Werte und Prinzipien teilt, weil auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses über agiles Arbeiten auch ein faires und ein wertschätzendes Verhalten erfolgen kann. Außerdem muss ergebnisorientiert und flexibel gearbeitet sein. Gerade wenn man im agilen Umfeld immer wieder das Wort schnell hört zum Beispiel, heißt es ja nicht, dass agile Teams schneller arbeiten. Wichtig ist, dass sie immer im Fokus das Ergebnis haben und dann schneller auf Änderungen reagieren können. Damit das Ergebnis eben auch schneller und gut erreicht werden kann. Wichtig, hier ist auch nochmal Stichwort Inspect and Adapt, dass man sich die Zeit auch nimmt, Sachen anzuschauen, wieder anzupassen, um eben auf dem richtigen Weg zu bleiben. Dann nochmal extra gestellt, auch eigentlich ein Thema für sich, ist die Kommunikation. Nur eine offene und transparente Kommunikation und das wertschätzend auf Augenhöhe, kann helfen, dass wenn man gerade auch von Konflikten spricht, dass ein Team bewusst und konstruktiv mit Konflikten umgeht und nicht in eine negative Spirale gerät. Das heißt, es kann ja durchaus sein, wenn unterschwellig Konflikte mitfließen, und vielleicht auf persönlicher Ebene etwas ganz schnell, ausartet, dass sich manche aus dem Team zurückziehen und gar nicht mehr groß teilnehmen wollen. Aber wenn ich offen und transparent kommuniziere und weiß, wir als Team haben unsere Identität und die Reise geht in die gemeinsame Richtung, dann kann man auch ganz schnell lösungsorientiert und wertschätzend, kommunizieren auf Augenhöhe. Ja. Eure Meinung ist gefragt. Ich würde gerne nochmal in den Austausch gehen, indem ich frage, welche Vorteile seht ihr denn von agilen Teams? Gibt es überhaupt einen Vorteil, was ein agiles Team zu einem nicht agilen Team besser macht? Vielleicht auch schlechter, je nachdem, was erf für Erfahrungswerte ihr hier vielleicht einbringen möchtet. Ja, sehr gerne. Johannes, Mario, ich habe nicht gesehen, wer schneller war. Das war, glaube ich, ziemlich zeitgleich. Dann Mario, gerne.
Ich würde grundsätzlich sagen, man kann auf, ich nenne es jetzt mal ganz plump, schlechte oder ungünstig getroffene Entscheidungen schnell reagieren. Nach einem Intervall von einem Sprint einfach nochmal zurückgucken und einfach sehen, okay, die Entscheidung war nicht so gut, zurückrudern und entsprechend ja, Sachen ausprobieren und darauf reagieren. Oder auch generell, wenn sich Anforderungen ändern. Also grundlegend runtergebrochen, man hat mehr Flexibilität. Definitiv, sehr gut. Dankeschön. Johannes? Ja, was ich gut finde, ist tatsächlich diese Idee, das Team so zusammenzustellen, dass man möglichst wenig Abhängigkeiten nach außen hat. Das erlebe ich halt jetzt gerade im aktuellen Projekt, wo das nicht der Fall ist. Bei so einem Unternehmen wie bei einer Bank, ist ja, ist es halt bei uns so, wir haben zum Beispiel keinen im Team, richtig im engen Arbeitsteam, der irgendwie infrastrukturell an irgendwelche Server oder sowas ran darf. Und das sind große Abhängigkeiten nach außen, die wir haben, wo wir immer wieder warten auf Berechtigungen, auf Zugriffe und irgendwas. Und das verlangsamt die Entwicklung massiv, die Weiterentwicklung. Das habe ich in anderen, bei anderen Kunden schon besser erlebt, wo tatsächlich, als es wirklich darum ging, Agilität in die Firma zu bringen, die Teams vollständig neu geschnitten wurden und man Abteilungen hat sein lassen und quer durch alles durch Schnitte gezogen hat, damit in Teams auch Leute aus allen Bereichen drin sitzen. Ja, ich denke auch, das entspricht ja gar nicht dem agilen Gedanken dahinter, wenn man diese Abhängigkeiten eben hat und wenn man nicht mal drüber spricht und sie vielleicht dann auch beheben kann, beziehungsweise eine Lösung dafür findet. Ja, ich sehe noch eine Wortmeldung. Ja, der Vorteil auch vor allem, dass man nicht das Komplexe und Ganze auf einmal in einer Glaskugel wissen muss, sondern sich peu à peu vorarbeitet und eventuell an Probleme, die man stößt, dann auch peu à peu abarbeiten kann und so eben besser ans Ziel kommt und sieht, passt das, wo wir gerade sind? Hat das, was wir eigentlich hin wollten, gepasst? Oder müssen wir eigentlich hier in eine andere Richtung gehen, bevor das Ganze ausartet und man ein halbes Jahr etwas entwickelt, wo man merkt, okay, das war eigentlich letztendlich nicht das, was wir wollten. Und dann hat man halt mehr Probleme, das Ganze zu ändern, viel Ja. zu viel Zeit verschwendet. Genau, und vor allen Dingen nach hinten raus dann viel mehr die Probleme. Das stimmt. Vielen Dank. Dann sehe ich, dass sich Michael noch gemeldet hat. Ja, also ich finde es gut, ne, dass es Raum gibt, wo man mal so seinen Zwist ablassen kann. Also wenn es halt so Dinge gibt, die irgendwie schief laufen, dann ist das ja oft so, wenn man so irgendwie kein agiles Team hat und so nach Standard-Wasserfall-Modell oder wie auch immer dann arbeitet, ne, dann macht man sich halt auch nicht bewusst über Dinge, die gerade schlecht laufen. Ja, aus unterschiedlichsten Gründen und in so einem agilen Prozess schafft man sich ja in der Regel immer einen bewussten Raum, also zum Beispiel so ein Review oder sowas oder eine wo man dann ja alles Gute und Schlechte mal bewusst an die Wand werfen kann, ne? Und das finde ich, also jetzt merken wir gerade bei uns im Projekt, da laufen ein paar Sachen nicht ganz so gut und ja, da ist es auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft, die Dinge einfach mal so in den Raum zu werfen, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass einem jetzt der Kopf abgerissen wird. Ja, das stimmt. Auch sehr wichtig, Thema Gemeinschaft und gemeinsame Basis, ja. Ja, genau, Dann da habe kann ich ich gleich genau, anschließen. Frank. Oh. Das, was gerade Michael gesagt hat, das ist ja genau das, ne, in der Retro auch mal über sich selbst nachdenken. Aber auch, was Johannes gesagt hat, Cross-Funktionalität so ein bisschen, ne, die Schneidung der Teams, aber und das Tolle für das Team, finde ich, ist dann auch, dass man sich identifiziert mit den Aufgaben, weil sie eben viel transparenter sind, weil man genau weiß, das ist so quasi unser Baby in Anführungszeichen, ja. Auch wenn es vielleicht in einem skalierten Umfeld dann noch größer ist, aber man hat dann wenigstens, ja, man ist engagiert, man ein bisschen mehr mit Herzblut vielleicht dabei. Transparenz und ja, genau. Wollte ich noch kurz anmerken. Ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich für die rege Beteiligung. Da ist vieles bei, was sich natürlich auch mit dem deckt, was ich mal so aufgeschrieben habe, von Vorteilen agiler Teams.
Für mich ist ganz klar ein Vorteil auch der stark ausgeprägte Teamgedanke, dass die Basis immer das Gemeinsame ist, was das Team auch ausmacht. Trotz der Cross-Funktionalität, wo ja jeder auf seinem Gebiet dann auch Fachfrau oder Fachmann ist, geht es ja darum, dass man eben gemeinsam das Ziel erreicht. Vorteil ist für mich auch oder sind die iterativen Prozesse. Also ich kann mich ja nur kontinuierlich verbessern durch zum Beispiel Übungen, durch die Reflexion, durch auch das Anwenden der ganzen Scrum-Events. Das heißt, da habt ihr ja auch schon gesagt, Flexibilität ist auch nochmal das A und O. Wenn ich flexibel mit Hindernissen umgehen kann, ja, anstatt warten zu müssen, dass jemand vielleicht eine Freigabe erteilt, macht das ja auch was mit der Teamdynamik. Dann ist man nicht in so einer Art der Wartehaltung und scharrt mit den Hufen, weil man nicht weiterkommt und eigentlich möchte, sondern die Flexibilität ist ein großer Vorteil von agilen Teams. Auch wichtig ist, dass die Prozesse transparent sind. Habe ich auch schon gesagt zum Thema Kommunikation, die Transparenz. Aber wenn ganz klar definiert sind, wie die Abfolgen sind, wie die Rahmenbedingungen sind, wie wir uns hier auch bewegen können in dem Team, dann hilft das natürlich auch, nochmal A, die Teambindung zu stärken, B, aber auch, dass Prozesse verständlich sind, also dass der Mehrwert auch nochmal rüberkommt. Vertrauen als Basis habe ich aufgeschrieben. Das kam durch einen Beitrag, wurde es hier auch schon genannt. Wenn ich zusammen als Team arbeite und mich vielleicht nicht traue, bestimmte Dinge anzusprechen, warum auch immer, dann ist das generell für ein Teamgefüge nicht sehr hilfreich. Und dann kann es auch nicht auf Dauer effizient arbeiten, weil mitunter Anmerkungen, die wichtig gewesen wären, nicht genannt worden sind, sondern später im Verlauf erst rauskommen. Das heißt, wenn ich mich als Team finde, auf einer gemeinsamen Basis auch Vertrauen schaffe, dann fällt es mir auch viel leichter und ich kann viel schneller in die Kommunikation gehen, in die Interaktion gehen. Und natürlich Motivation, Engagement und Leidenschaft. Agile Teams sind, dadurch, dass sie selbst organisiert arbeiten, haben sie eine größere Eigenverantwortung, damit aber auch größere Freiräume. Sie können sich ihre Wege schaffen. Das heißt, sie entscheiden, wie sie arbeiten möchten, welche Wege sie gehen. Das fördert ja bei dem einen oder der anderen auch die Motivation, nochmal das Engagement und damit ja auch nochmal die Leistungsbereitschaft. Das heißt, dieser Rattenschwanz, der da mitfällt bei den ganzen Vorteilen, der ist schon enorm wichtig. Meiner Meinung nach. Ja, agile Teamarbeit durch Selbstorganisation wäre der zweite Block. Mit dem würde ich weitermachen, wenn keine Fragen mehr sind zu dem ersten Block, agile Teams. Dass es weitergehen kann. Ja, hier wieder eine Interaktion, weil der Austausch soll ja auch ein Austausch sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr euer Tablet oder Smartphone zückt und den QR-Code abscannt. Der führt euch nämlich auf eine Mentimeter-Umfrage zu dem Thema, was ist Selbstorganisation für euch? Was versteht ihr darunter? Und würde mich freuen, wenn ihr da teilnehmt, diejenigen, die das nicht können. Da stelle ich den Link jetzt in den Chat und dann können wir uns nämlich gemeinsam gleich das Ergebnis anschauen. Gemeinsam nach, was ihr so geschrieben habt. Verantwortung, Ordnung, Struktur, Disziplin, Gestaltungsfreiraum, Probleme im Team lösen, Prozesse selbst definieren. Ich warte noch mal einige Sekunden, aber es ist sehr schön, weil hier sehr vieles auftaucht. Was bedeutet Selbstorganisation? Ja, es freut mich sehr, dass ihr da so rege euch beteiligt habt. Denn Selbstorganisation kann man nicht nur mit einem Wort erklären. Und dass hier so viele verschiedene und unterschiedliche Begrifflichkeiten auftauchen, gefällt mir sehr gut und deckt sich auch mit dem, was ich noch geschrieben habe. Probleme im Team lösen bedeutet Selbstorganisation für jemanden. Gestaltungsfreiraum, Struktur kam noch dazu, eigene Ideen reinbringen, Verantwortung, auch ein ganz wichtiges Thema. So, jetzt sind wir wieder da. Also ich bedanke mich nochmal für die rege Beteiligung und sage an der Stelle auch nochmal, weil ganz viel aufgetaucht ist, mit Thema Probleme lösen, Thema Disziplin, Verantwortung ist auch aufgetaucht. Dass wir natürlich, wenn wir von Selbstorganisation sprechen, auch immer von sogenannten Soft Skills beziehungsweise Kompetenzen ja im Allgemeinen sprechen. Die sind wichtig,
weil sie mitunter auch abhängig voneinander sind und sich aufeinander beziehen. Das bedeutet, Selbstorganisation im Rahmen von Selbstmanagement ist eine Kompetenz, die kann man lernen. Für ein Selbstmanagement wird natürlich aber auch eine Selbsteinschätzungskompetenz und daraus wieder eine Reflexionskompetenz benötigt. Es wurde hier schon angesprochen und deswegen sind die Soft Skills nochmal ganz wichtig. Vielleicht zum Verständnis nochmal, wem der Begriff der Soft Skills gerade nicht sehr geläufig ist. Soft Skills sind überfachliche Kompetenzen. Es können persönliche, personale, aber auch mit der Kommunikationsfähigkeit soziale Kompetenzen sein, beschrieben als Einstellung, Charakterzüge, Eigenschaften. Das heißt, alles das, was uns im Grunde auch menschlich macht. Die sind so individuell und beziehen sich immer auf auch mit auf die Persönlichkeit. Deswegen sind Soft Skills ganz wichtig und gehören definitiv dazu, wenn ein Team erfolgreich und effizient arbeiten möchte. Was hier besonders wichtig ist, noch hervorzuheben, wurde auch schon gesagt, ist das Verantwortungsbewusstsein. Wenn ich selbstorganisiert arbeite, dann habe ich oder übernehme die Verantwortung für die Aufgabe, die ich gerade bearbeite. Das heißt, ich übernehme auch die Verantwortung für den Weg dahin, für die ja, vielleicht auch Etappen, die ich mir selber setze. Und deswegen ist Verantwortungsbewusstsein als Soft Skill auf jeden Fall unerlässlich. Auf Unternehmensseite wird es wichtig sein, auch nochmal über die Lern- und Leistungsbereitschaft zu sprechen. Hier auch wichtig, gerade fürs Team. Ein Team, was motiviert ist, was neugierig ist, ist auch eher lern- und leistungsbereit als ein Team, was nicht motiviert ist. Das heißt, Thema Soft Skills ist natürlich der Punkt, wo ich sage, das mehr als Fachkompetenz. Und hier ist es ganz wichtig, hier kann ja auch gerade im Rahmen von Scrum der Scrum Master nochmal helfen, wenn man herausfindet, ob sich jemand aus dem Team zurückzieht, dass man da nochmal mehr dieses Teamgefüge unter die Lupe nimmt und da auch nochmal vielleicht bei dem einen oder anderen unterstützt, beziehungsweise auch nochmal ein Coaching angebracht ist, gerade um selbstorganisiertes Arbeiten zu fördern. Ja, Selbstorganisation, ich habe es schon gesagt, bedeutet, dass das Team entscheidet, wie es Ziele erreichen möchte. Und das ist ganz wichtig, das Wie. Diese Freiheit, den Freiraum auch zu erkennen, dass man nicht angewiesen ist auf eben äußere Faktoren, sondern dass ich wirklich selber als Team sagen kann, ich kenne das Ziel und ich möchte den Weg gehen. Wir haben das in dem Video auch kurz gesehen. Das Ziel mit der Erfrischung oder Abkühlung war klar, aber der Weg dahin entscheidet man selber. Jetzt ist natürlich im Kompetenzkontext wichtig zu wissen, wenn was nicht klappt, wie zum Beispiel im Video, das Auto war in der Werkstatt, dann ist es ganz wichtig, dass ich die Kompetenzen mitbringe, wie Nadja hat es auch gesagt, mit der Resilienz als Beispiel, dass es darum geht, wie gehe ich auch damit um, mit sogenannten Herausforderungen, mit dem Faktor Stress, Umgang mit Stress ist auch eine Kompetenz, die man lernen kann, ja, Umgang mit Stress. Und das heißt, es ist wichtig, dass dem Team auch klar ist, es gibt verschiedene Kompetenzen, die in ihrer Gesamtheit wichtig sind, dass ich das Ziel auch bestmöglich erreichen kann. Da ich von Abhängigkeiten gesprochen habe und Abhängigkeiten ja auch ein großes Thema noch war von euren Beiträgen, ist es auch nochmal wichtig, über die externen und die internen Rahmenbedingungen zu sprechen. Das bedeutet extern außerhalb eines Teams und intern innerhalb eines Teams. Es ist wichtig, bei den Rahmenbedingungen auch das Management mit einzubeziehen. Das heißt, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, dass Selbstorganisation von oben anfängt. Das heißt, wenn meine Organisation Selbstorganisation vorlebt, wird mich das oder das Team und ermutigt auch. Ich habe es hier nochmal aufgezählt, gerade im Kontext, wenn ein Team vielleicht das erste Mal selbstorganisiert arbeiten muss, soll, kann es natürlich sein, dass das zu einer Ungewissheit führt. Ungewissheit, sehr negativ behaftet, kann auch zu Panik führen, dass man gar nicht weiß und über Erwartung spricht, was möchte man denn eigentlich jetzt von mir? Ich habe doch sonst meinen Plan abgearbeitet, reicht es denn nicht mehr? Das sind alles Fragen oder Ängste, die natürlich bei Mitarbeitenden einhergehen. Das ganz wichtig ist bei der Rahmenbedingung extern, dass das Management oder die Organisation auch ganz klar den Mehrwert agilen Arbeitens erläutert,
aber auch gleichzeitig Grenzen der Zusammenarbeit definiert, gerade wenn man mit mehreren Fachabteilungen arbeiten muss, die alle unterschiedlich arbeiten, dass man die zusammenbringt und nochmal eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Verständnis schafft von agilem Arbeiten und dass man aber auch weiß, gerade wenn es darum geht, wenn man neu selbstorganisiert arbeiten soll, welche Ansprechpartner gibt es denn? Dann habe ich nicht das Gefühl des Alleingelassens zu sein. Wenn ich weiß, es gibt Schwierigkeiten, ich verstehe was noch nicht, ah, okay, ich kann meinen Scrum Master ansprechen, als Beispiel. Das ist auch ganz wichtig, dass man das aufzeigt vom Unternehmensseite aus. Intern ist es ganz wichtig, die Versorgung mit Informationen. Ein Team lebt vom Austausch. Das bedeutet, dass wir auch offen und transparent kommunizieren müssen und uns nämlich trauen sollten, bestimmte Dinge auch anzusprechen, weil uns das in der Gesamtheit als Team nur voranbringen kann. Die Regeln der Selbstorganisation zu kennen, sind dabei auch wichtig. Da hilft dann zum Beispiel auch der Scrum Master dabei, dass ein gemeinsames Verständnis geschaffen werden kann. Aber auch das Thema Zeitmanagement natürlich wichtig, wenn wir über Timeboxing sprechen. Und die internen Rahmenbedingungen auch, wenn ich jetzt weiterhin beim Beispiel Scrum bleibe, dass ich mir die Zeit nehme, Anpassungen vorzunehmen, nochmal zu schauen, hat es was gebracht oder nicht. Das hat auch eine Teilnehmerin von euch gerade gesagt, dass man die Zeit hat, auch auf die Dauer hinweg zu gucken. Und je früher ich was anspreche, anpassen, modifizieren kann, desto schneller komme ich zu einem Ergebnis und habe hinten heraus nicht den Stress, dass was nicht funktioniert hat. Das bedeutet, die Grundhaltung intern im Team, sich auf agiles Arbeiten einzustellen, ist ganz wichtig. Und das habe ich hier unten nochmal explizit deswegen aufgeschrieben, dass das wichtig ist. Jetzt würde ich, weil ich viel wieder geredet habe, eure Meinung gerne nochmal hören. Welche Schritte zur Selbstorganisation werden denn benötigt? Gibt es überhaupt Schritte, die ihr für notwendig erachtet? Habt ihr Erfahrungswerte, wo ihr sagt, das hat mir gar nicht geholfen oder das hat uns nicht vorangebracht? Das würde mich interessieren, wenn da jemand gerne was zu sagen möchte, würde ich mich freuen. Oh Gott, wo war ich? Ich habe eben, oh Mann, das ist natürlich doof. Ich wollte sagen, dass es schwierig ist, irgendwelche konkreten Schritte so pauschal irgendwie vorherzusagen und dass eigentlich das einzig wirklich Wichtige ist, dass man halt mit dem innerhalb des Teams kommuniziert, was ja eben auch schon anklang, dass das eigentlich so der wichtigste Punkt ist, weil jedes Team andere Schritte, andere Prozesse, andere Wege braucht, um Probleme zu lösen, weil ja da auch jeder anders tickt. Von daher würde ich einfach nur sagen, konkrete Schritte pauschal schwierig, aber der erste Schritt einfach kommunizieren innerhalb des Teams. Ja. Super, danke schön. Dann Mach mal Johannes. weiter. Genau. Was ich, worüber ich so nachdenke bei uns so in dem Projekt, ist ja das, was man so gerade im Moment erlebt, was vielleicht einem am ehesten im Gedächtnis ist. Wichtig einmal der Punkt, dass es irgendwie klar ist, wie man, also was man organisiert oder wie man sich organisiert. Also so zum Beispiel das Thema Aufgabenverteilung und so, und wie irgendwie die Prozesse getrackt werden oder der Fortschritt, das aber habe ich gesucht, wie der Fortschritt irgendwie getrackt wird, dass das klar ist. Also ich merke das bei uns im Projekt so, dass das jedes Mal wieder auch von Leuten, die es eigentlich wissen müssten, nachgefragt wird und alle sind sich irgendwie uneinig, was was bedeutet und man in jedem Meeting erklärt man das wieder neu. Ja, und also es ist, für die Organisation hilft es tatsächlich, wenn die Leute Bescheid wissen, wie irgendwie Fortschritte getrackt werden, habe ich so das Gefühl. Und das Zweite ist, das ist mir bei uns fällt mir das halt auch auf, weil sich das Team sehr oft ändert, was ein sehr, sehr großer Nachteil ist aus meiner Perspektive, dass klar ist, wie man in das Team reinkommt, irgendwie so ein bisschen, ne? Also, dass es da irgendwie auch Beschreibungen gibt, weiß ich nicht, Dokumentationen oder halt, dass man sich, wenn jemand dazukommt, vorher überlegt, wie man ihn in das Team reinholt und wie man bei der Deutschen Bahn immer so schön gesagt hat, aufgleist, mit abholt, und dass der weiß, wie es in dem Team abgeht und abläuft und wie er sich selbst organisieren kann, ne? Wo kriege ich Rechte her, welche Tools benutzen wir und solche Dinge. Bitte? Ich habe dein letztes Wort nicht verstanden, akustisch. Welches war denn das? Was hast du denn als letztes verstanden?
Mit dem Aufgleisen. Ja, genau, okay, mit dem Aufgleisen, ja. Also, dass die neuen Teammitglieder beigebracht oder gezeigt bekommen, wo sie die Dinge finden, um sich selbst zu organisieren. Welche Tools verwenden wir für was? Wo bekomme ich Berechtigungen her? Wo bekomme ich irgendwas? Genau. Das bedeutet quasi das Thema Onboarding jetzt explizit aufs Team bezogen. Genau, Okay. ja. Ja, wichtiges Thema. Auch, danke dir. Und dann hatte sich Marina noch gemeldet. Ja, für mich wären so allgemeine Schritte zur Selbstorganisation. Was ist mein Timebox? Was sind meine Aufgaben? Wie aufwendig sind die Aufgaben? Welche Prioritäten sind da drin? Oder kann ich da überhaupt Prioritäten schaffen? Was können wir als Team davon alles lösen? Sind Aufgaben da, die wir gar nicht lösen können, die uns vorher schon blockieren? Also so, ja, so drumherum würde mir halt alles einfallen. Das waren jetzt viele Fragen. Da stelle ich eine Gegenfrage an der Stelle. Gibt es denn jemanden bei euch im Team, wo ihr die Fragen stellen könnt? Beziehungsweise gibt es auch ein, ich sag mal, ein Team-Event, ein Zusammenfinden vom Team, wo ihr diese Fragen besprechen könnt? Ich hätte gesagt, im Allgemeinen ist es die Retro. Das wäre so ein normaler, dann natürlich technisch gesehen ist es die Refinement, indem ich die einzelnen Aufgaben prüfe und schon mal vorschätze. Ja. Auch wichtig. Das heißt, da das Thema Kommunikation im Grunde auch, wenn es darum geht, die Events auch einzuhalten, beziehungsweise sich Zeit innerhalb zum Beispiel der Retro zu nehmen, um das auch genau anzusprechen. Okay. Ja, vielen Dank. Dann habe ich gesehen, Michael, du hast noch eine Wortmeldung. Ja, ich habe ja noch gar nichts groß gesagt. Ne? Dann bist du ja, jetzt dran. genau. Also, ja, wie ihr schon gerade festgestellt hattet, also es ist immer schwierig, was pauschal zu sagen. Also, ich kenne es eigentlich immer so: ne? Da hat man jetzt so einen Haufen zusammengewürfelter Entwickler, so, die sitzen jetzt alle an einem Tisch, ne? Und dann kommt da einer rein und der will irgendwas. So. Und dann hat man ja in der Regel immer irgendwie sowas wie zum Beispiel so ein Kickoff oder so, wo man sich halt grundsätzlich überlegt, ja gut, wie wollen wir denn so ein bisschen arbeiten? Und das Gute bei diesem agilen Verfahren ist ja, dass man nicht irgendwie mit nichts anfängt, sondern man hat ja irgendein Framework, also zum Beispiel das Scrum, ne, wo man dann halt schon mal so eine grobe Struktur halt hat. Und so nach meiner Erfahrung dauert es immer so ein, ja, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl an Sprints, bis man so im Team festgestellt hat, wie man denn jetzt tatsächlich arbeiten möchte. Ne? Das ist jetzt irgendwie ja nicht so, ja, wir fangen jetzt an und dann legen wir alles fest, sondern meistens ist das ja so, okay, wir fangen jetzt erstmal mit so einem Grundset an und ja, und dann wird man sich von Retro zu Retro mehr definieren und mehr finden und gegebenenfalls das Board wieder über den Haufen werfen. Spalten hinzufügen, wieder wegtun und gucken, wie man da so zurande kommt. Ne? Das ist so zumindest meine Erfahrung. Ne? Ja, danke für das Teilen deiner Erfahrung. Okay, ja, vielen Dank. Ich habe mir bei den Schritten zwei Schritte vorgenommen, die ich nochmal gerne besprechen möchte. Das eine ist die Vorarbeit. Das heißt, was kommt denn vor der Selbstorganisation, beziehungsweise bevor ein Team selbstorganisiert arbeitet? Das hat auch jemand gesagt, es fängt ja nicht sofort an. Da gibt es ja schon was. Da gibt es also schon eine Basis. Und der zweite Punkt ist das Thema Social Learning. Das könnte dem einen oder der anderen auch was sagen. Da gehe ich gleich nochmal ein. Vorarbeit leisten heißt auch hier wieder, das Unternehmen nehme ich ein bisschen in die Pflicht. Das heißt, das Unternehmen sollte in jedem Fall die Sinnhaftigkeit, die Vorteile, den Nutzen, also auch den Mehrwert von Selbstorganisation erläutern. Und es sollte auch den Rahmen der neuen Verantwortung und Freiheiten vermitteln. Das bedeutet, wie in dem Beispiel, wenn ein Team komplett neu selbstorganisiert arbeiten muss, dann herrschen in diesem Team von Grund auf mehr Unsicherheiten als in einem Team, was bereits Erfahrungen mit Selbstorganisation gemacht hat. Da gelten dann andere Regeln, nenne ich das mal, wie ich mit dem Team das Team besser wieder auf Selbstverantwortung münze. Nichtsdestotrotz bleibt der Rahmen natürlich der gleiche. Ich muss den Rahmen dieser neuen Verantwortung vermitteln. Wo bewege ich mich? Wo stehe ich als Team auch? Und den Mitarbeitenden eben die Unsicherheit nehmen.
Das heißt, ganz wichtig in der Vorarbeit auch Faktor Zeit. Es passiert nichts von heute auf morgen. Das bedeutet, Prozesse dauern. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch die Zeit gibt, neue Arbeitsweisen auszuprobieren, vielleicht auch neue Tools, nochmal Zeit gibt, dass ein Trainer kommt oder der Scrum Master bestimmte Workshops nochmal vorschlägt und anbietet. All das kostet Zeit und deswegen ist der Faktor auch besonders wichtig, der auch kommuniziert werden sollte. Das heißt, wenn ich weiß, etwas kommt neu auf mich zu, dann sollte ich das auch ansprechen in meinem Team, bei meinem Scrum Master, beim Manager, bei der Person, wo ich weiß, da müsste was bewirkt werden und die ist dafür zuständig, dass mir vielleicht die Zeit auch eben gegeben werden kann. Oder nicht nur mir, sondern uns als Team auch. Deswegen habe ich gesagt, es ist eine geistige Vorarbeit wichtig. Das Verständnis, das Bewusstsein, nicht nur was Selbstorganisation bedeutet, sondern eben auch was damit einhergeht, dass ich die Soft Skills auch nochmal brauche, dass ich über die nochmal spreche, über das Team als solches spreche, über Teamdynamiken. All das ist ganz wichtig und gehört mit in die Vorarbeit rein. Drunter geschrieben habe ich jetzt, wodurch mache ich das denn? Also wie kann ich denn eine Vorarbeit leisten? Wer ist denn Ansprechpartner? Wer hilft mir da? Auf jeden Fall von Unternehmensseite aus kann ein Scrum Master eingesetzt werden, um bestimmte Begrifflichkeiten nochmal zu klären oder eben zu schauen, wo gibt es Bedarfe, wie können wir die als Team gemeinsam lösen? Mit wem müsste man als Scrum Master vielleicht auch nochmal selber in Kontakt treten, in den Austausch gehen? Ich kann mir als Firma aber natürlich auch externe Trainer oder Berater reinholen, die bestimmte Themen vermitteln. Und sollte in jedem Fall aber ermöglichen, dass es einen Austausch gibt. Und zwar Austausch durchweg durch jede Abteilung, dass man sich, dass man Erfahrungswerte teilen kann, dass man voneinander lernt. Ich kann Trainings, Schulungen, Workshops etc. anbieten, aber auf jeden Fall auch die Zeit, die ist da ganz wichtig. Beim Social Learning ist es so, weiß vielleicht nicht jeder, woher das kommt, deswegen habe ich nochmal aufgeschrieben, ein Psychologe namens Albert Bandura hat in den 50er Jahren eine Theorie aufgestellt, die er Social Learning nannte. Zusammengefasst bedeutet das, dass Menschen besser lernen, wenn sie zusammen lernen. Und Menschen lernen besser, wenn sie beobachten und mit anderen interagieren. Das bedeutet voneinander lernen, miteinander lernen, ein ganz großer Punkt. Das kann ich als Unternehmen natürlich auch fördern. Ich kann es aber auch teamintern fördern, indem ich zum Beispiel Team-Events schaffe. Das heißt, das Ziel von Social Learning ist, Menschen zusammenbringen und Verbindungen schaffen, in den Austausch gehen. Da sind gerade jetzt, wenn wir an Team-Events denken oder auch nochmal im Beispiel von Scrum, die Retrospektive ist da ein ganz großes Thema. Und auch ganz wichtig, weil da geht es ja auch um die Interaktion. Man schaut sich die Interaktion und Prozesse an. Ich habe noch einmal Vorteile für das Management mitgebracht, einfach um ein Verständnis und ein Bewusstsein zu schaffen, dass wenn ich natürlich auch auf Unternehmensseite Vernetzungsmöglichkeiten schaffe, dass die Mitarbeitenden in den Austausch gehen können, dann zeige ich den Mitarbeitenden damit, dass mir deren Wohlbefinden wichtig ist. Das heißt, auch im Rahmen von der Wertschätzung fühlt sich der Mitarbeiter von Grund auf besser. Das heißt, er hat ein besseres Gefühl, in dem Unternehmen zu arbeiten. Im Umkehrschluss sind motivierte Mitarbeiter, aber auch die erreichen mehr und performen besser. Social Learning stärkt zudem die Teambindung und kann auch einen Perspektivwechsel fördern. Das heißt, es kann auch helfen, wenn ich jemanden, der fachfremd ist, mit mal in das Team schauen lasse, zum Beispiel das Management selber. Wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, kann ein Perspektivwechsel helfen. Das heißt, ich bin so fokussiert auf mein Problem in dem Team, dass wir auf die wahrscheinlich einfachste Lösung nicht kommen. Aber jemand Außenstehendes, den wir da auch mal drüber gucken lassen, mit ein bisschen diskutieren lassen, der sieht das Problem vielleicht auf Anhieb. Das heißt, auch da ist es ganz wichtig im Rahmen von Social Learning dieses Miteinander. Das muss nicht zwingend immer fachintern sein. Es kann auch sein, wenn von außen jemand drauf schaut. Jetzt, um es konkret zu machen, wie kann Social Learning denn umgesetzt werden? Ich habe jetzt hier nur einige Beispiele aufgezählt. Mich würde interessieren, ob ihr vielleicht auch Erfahrung gemacht habt mit dem Tool, was ihr für euch als Team entdeckt habt oder der Anwendungsweise, wie ihr umgeht, um auch in Interaktion miteinander treten zu können.
Was ich ganz spannend fand, ist, bei der Pack of Seven gibt es zum Beispiel das Gather Town. Soll jetzt keine Werbung sein an der Stelle, aber das war als, ja, ich nenne es mal digitale Meeting-Plattform im Rahmen hier von der Gamification interessant, weil ich das nicht kannte. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in Zeiten von Corona, wo viele im Homeoffice sind, wo viele remote arbeiten, wo man das Persönliche nicht mehr hat, da können verschiedene Tools helfen, das Gefühl zu haben, man hat doch wieder ein Miteinander. Und ich habe das Gefühl, ich gehe mit meinem Avatar in die Kaffeeküche und komme da mit anderen ins Gespräch, kann mehr Smalltalk machen, bin nicht mehr fixiert auf die Arbeit, sondern kann auch die Pause nutzen, um runterzukommen, um abzuschalten. Dann wieder mit frischem Wind in die Aufgabe zu gehen. Deswegen da ganz interessant. Gibt es denn hier ein Tool oder eine Plattform oder irgendwas, eine Methode, wo ihr sagt, das hat euch geholfen und das wollt ihr nicht mehr missen, wenn es darum geht, in Interaktion und in Austausch miteinander zu gehen? Ja, Mario. Ich hätte jetzt vielleicht nicht direkt ein Tool, aber ich glaube generell ist es gut, wenn sowas wie Pair-Programming ja, encouraged, also gerne gesehen ist an der Stelle, weil da einfach immer ein guter Austausch stattfindet und man merkt dann auch, wenn man mit anderen Entwicklern zusammen was programmiert, was man da für ganz andere interessante Perspektiven bekommt. Okay, was jetzt hier sehr plakativ dargestellt ist, weil es auch zwei wichtige Themen sind, die ich nicht auslassen wollte heute, aber im Grunde auch für sich stehen, Feedback. Ganz wichtig ist das Thema Giving and Receiving Feedback, also auch Feedback zulassen, fördern und einfordern. Jetzt hier im Rahmen von Social Learning kann Feedback ja auch durch Kommentare sein. Allein wenn wir uns nochmal vorstellen, das, was Social Media schafft, beziehungsweise wenn ich als Firma ja auch auf verschiedenen Plattformen unterwegs bin und die Kommentarfunktion habe, das ist alles Feedback, was ich bekomme. Als Beispiel habe ich jetzt hier nochmal Umfragen oder Brainstorming-Sessions. Feedback ist so vielfältig, man sollte es aber nicht außer Acht lassen. Deswegen spreche ich es hier nochmal an, wäre aber ein Thema für sich, nochmal drüber zu sprechen. Der zweite Punkt sind Ziele definieren. Ich kann als Team nur fokussiert auf etwas arbeiten, wenn ich das hinarbeiten, wenn ich das Ziel kenne. Das bedeutet, selbst wenn der Weg ein Zickzackweg ist mit Hürden, die ich ständig zu überwinden habe, darf ich ja das Ziel nicht außer Augen lassen. An dieser Stelle habe ich es aber mit als Lernziel formuliert, weil im Rahmen von Social Learning auch wichtig ist, gerade wenn es um die Etablierung geht, dass man sich die Fragen stellt, was möchte ich damit eigentlich erreichen? Soll nur die generelle Motivation gesteigert werden? Dann kann ich ja den Weg dahin schon besser definieren. Oder möchte ich die allgemeine Teambindung stärken und mache vielleicht nochmal ein Teambuilding-Event? All das hilft mir, wenn ich Ziele ganz klar definiere, dass ich auch weiß, wo geht's hin und kann den Mehrwert viel mehr in den Fokus nehmen. Ja, dann kommen wir schon zum letzten Faktor, zum letzten Thema, der Faktor Mensch als Lösung. Und ich habe ein Bild mitgebracht, was für mich sehr aussagekräftig ist. Denn ich sage, die Begründung der These, warum gute Zusammenarbeit im Team mehr als nur Fachkompetenz erfordert, liegt im Menschen. Wir haben es in der Einleitung für das Event auch geschrieben, dass das Agile auch bei uns anfängt. Es ist ganz, ganz wichtig und das ist das, was ich heute unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Drei scheinbar kleine Wörter, aber mit großer Bedeutung. Das wäre einmal Bewusstsein, Verständnis und Reflexion. Ganz, ganz wichtig. Was bedeutet das? Es ist wichtig, dass man ein Bewusstsein entwickelt. Gerade wenn man im agilen Kontext arbeitet, Bewusstsein über agile Werte und Prinzipien. Aber auch die eigene Identität. Wenn ich mich kenne, wenn ich weiß, wo meine Stärken, wo meine Schwächen liegen, kann ich auch zu einer Teamidentität kommen. Das heißt, ich kann meine Stärken besser ins Team einbringen und Schwächen könnten ausgehobelt werden durch die Stärken der anderen, die mit reinkommen. Kompetenzen habe ich auch schon gesagt, mit den Soft Skills zum Beispiel. Welche Kompetenzen sind denn nötig zur Selbstorganisation? Sich bewusst zu machen, wo könnte ich mich vielleicht verbessern, damit ich am Ende für mich auch effektiver arbeiten kann und besser, beziehungsweise auch nicht gestresster, an meinen Aufgaben sitze. Thema Kommunikation, auch ein Thema für sich. Bewusstsein auch über nonverbale Kommunikation. Das heißt, ich kann ein Team auch zu einem guten Team machen,
wenn mir bewusst ist, dass nonverbale Kommunikation auch vorherrscht. Und dann mache ich mir vielleicht auch nicht, muss gar nicht nonverbal sein, kann ja auch verbal sein, aber dann kann ich mir, spare ich mir die Gedanken, wenn ich zum Beispiel eine patzige Antwort höre, verfalle ich nicht ständig in das, habe ich was falsch gemacht? Warum ist der so oder warum ist die so? Sondern ich kann im Grunde auch durch Kommunikation es schaffen, in das Gespräch zu gehen und zu wissen, okay, ich habe heute einen schlechten Tag oder die hat einen schlechten Tag, weil viel privat zu tun ist. Das nimmt ganz viel Wind aus den Segeln, wenn ich weiß, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Weil es gibt Menschen, die beschäftigt das. Die nehmen das ganz oder nehmen das stark persönlich, wenn was nicht sehr harmonisch läuft. Und das schwächt natürlich eine Effektivität, wenn man die ganze Zeit im Kopf noch rumgeistern hat, könnte das was mit mir zu tun haben oder so. Ist deswegen ganz, ganz wichtig, Thema Kommunikation. Nicht funktionale Rollen in einem Team sind auch wichtig. Hier habe ich die neuen Teamrollen nach Belvin aufgezählt, da sage ich gleich noch was zu. Und der Umgang mit Herausforderungen. Und dann ganz wichtig, das Bewusstsein schaffen über Zeit. Denn es ist ein Prozess und der dauert. Nehmen wir mal das Beispiel Garten. Wenn ich mir als Projekt vorgenommen habe, meinen Garten neu zu gestalten, dann passiert das ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Prozess. Aber ich sehe das Ergebnis. Ich habe auch was, worauf ich mich freue, weil ich genau weiß, wo lege ich was an, wo pflanze ich was, wie sieht es am Ende aus. Die Vision ist ja vorhanden. Aber passiert eben nicht von heute auf morgen. Wie schaffe ich es denn, Bewusstsein zu entwickeln? Hier sehe ich auch ganz klar nochmal das Management mit in der Verantwortung, weil wenn ich weiß, ich kriege die Unterstützung, wenn ich sie brauche, dann nimmt mir das auch ganz viel Wind aus den Segeln und ich kann beruhigter und vor allen Dingen mit mehr Motivation und mehr positiver Einstellung in das Team und in die Aufgaben gehen. Ganz wichtig aber auch das Scrum-Team selber und der Scrum Master und das disziplinierte Anwenden der Scrum-Events. Also explizit, dass ich sage, wir halten alle Events ab, wir gehen die durch und der Mehrwert ist uns bekannt. Und was ich auch sage, ein gehöriges Stück Eigeninitiative gehört auch dazu. Dadurch, dass wir mit Menschen zu tun haben in einem Team, die so individuell sind, wie es nur geht in den meisten Fällen, kann ich auch das Team nur verbessern, indem ich über mich selbst nachdenke. Indem ich die Eigeninitiative auch ergreife und mich mit mir selber auseinandersetze. Damit ich vielleicht auch ein besseres Bewusstsein bekomme über mein Selbstbild, über meine Stärken, auch über mein Fremdbild. Und darüber auch nochmal weiß, okay, wo müsste ich vielleicht dran arbeiten? Und wenn ich das mit anderen austausche, dann ist der Mehrwert ja auch schon da. Beim Verständnis geht es dann im Grunde um die gleichen. Ich muss natürlich das Bewusstsein haben über die agilen Werte und Prinzipien, aber ich muss sie auch verstanden haben. Das heißt, wenn da Bedarf ist, muss man ganz klar auch nochmal in dem Scrum-Team drüber sprechen, dass wir auf die gleiche Basis kommen. Dann habe ich gesagt, für das Verständnis, Fehler ist auch ein wichtiges Thema, Fehlerkultur. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, First Attempt in Learning zum Thema Fail. Es ist ganz wichtig, weil man aus Fehlern ja auch lernt. Das heißt, keine Scheu zu haben, wenn mal was schief geht, weil man lernt ja draus. Gleichzeitig aber auch auf der persönlichen Ebene über den eigenen Schatten springen. Es gibt in Teams immer wieder Menschen, die sich gern zurückziehen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und es hilft ein Gespür für Menschen. Es hilft aber auch zum Beispiel, wenn man in dem Team auch nochmal versucht, die Teambindung so weit zu schaffen, dass ich auch die Person, die sich vielleicht immer ein bisschen rausnimmt, doch mit ins Boot hole. Weil wir insgesamt als Team ja was erreichen und als Team das Ergebnis erzielen wollen. Dann auch hier wieder die nicht funktionalen Rollen in einem Team, ganz wichtig, und sowie ein Verständnis darüber, dass es Stärken und auch Schwächen gibt. Das gleiche wie beim Bewusstsein ist natürlich, ich erschaffe das nur durch ein unterstützendes Management, das Scrum-Team, den Scrum Master, das disziplinierte Anwenden und die Eigeninitiative. Und da ich jetzt zweimal schon Wellbeing angesprochen habe, mache ich das nur ganz, ganz kurz, weil mir das Thema nicht funktionale Rollen wichtig ist. Am Beispiel von Wellbeing, ich weiß nicht, wer ihn kennt, er war ein Wissenschaftler und hat in seinen Beobachtungen zum Thema Teamarbeit 9 Typen herauskristallisiert.
und konnte die drei verschiedenen Kategorien zuordnen. Kommunikationsorientiert, wissensorientiert und handlungsorientiert. Was hier jetzt wichtig ist, zu beachten, habe ich in einem Beispiel mitgebracht. Und zwar, wenn wir uns mal vorstellen, dass ein Team aus Fachexperten sich zusammensetzt, um zum Beispiel über die Auswirkungen eines neuen Software-Updates zu sprechen, das Auswirkungen auf die bisherige Arbeit hat, würde jetzt nach Belwin jeder in diesem Team von Fachexperten die Rolle des Spezialisten einbringen, kann es passieren, dass sie sich ganz schnell in technischen Details verlieren, weil jeder als Spezialist in dieser Rolle sich mit seinem Wissen unter Beweis stellen will, seine Expertise zeigen will, dass dann die Diskussion oder die Kommunikation ganz schnell sich im Kreis dreht. Und hat man in diesem Team zum Beispiel keinen Scrum Master, der mal reinruft, Fokus, kann es natürlich passieren, dass das eine Endlosschleife wird. Das heißt, die Frage, die sich gestellt ist, wer entscheidet denn letztendlich? Wer nimmt die Rolle ein, der, ich sag mal, auf den Tisch haut und sagt, Leute, wir müssen uns mal einigen. Wir haben hier auch Thema Zeit, ne? Uns rennt uns die Zeit davon. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie ein Team zusammengesetzt ist, mit welchen Rollen, die auch nicht funktional sind. Arbeitet man nicht nach Scrum, ist es natürlich sinnvoll, in einem Team, was selbstorganisiert arbeiten soll, sich gemeinsam vorne hinzusetzen und zu sagen, okay, wir bestimmen auf gemeinsamer Basis jemanden, der die Uhr im Auge hat. Jemanden, der koordiniert, der vielleicht sich um Termine kümmert, dass immer die Termine up-to-date mitgeteilt werden im Team. Das sind auch ganz wichtige Funktionen, die ein Team zu einem guten Team machen und die Zusammenarbeit auch fördern. Und am Ende zählt ja nur, dass das Team ein High-Performance-Team ist. Und die Wege dahin sind so individuell, dass ich immer schauen muss, was ist denn relevant. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt nicht nach Scrum arbeite, hilft das enorm, sich auch über nicht funktionale Rollen Gedanken zu machen, die helfen, dass das Team am Ende gut wird. Dann der dritte Schwerpunkt, und das ist für mich tatsächlich auch der wichtigste, ist die Reflexion. Wenn ich Reflexionskompetenz mitbringe, dann reflektiere ich mein Handeln, dann reflektiere ich mein Verhalten. Dann weiß ich auch, was kann ich in Zukunft besser machen. Dann weiß ich aber auch, was ist nötig beim nächsten Mal anzusprechen im Team. Unbewusstes Bewusstmachen, wem es was sagt, Thema wäre jetzt hier Eisbergmodell oder Johari-Fenster zum Beispiel. Also dass es darum geht, es ist ja nur ein Bruchteil bekannt, also auch bewusst. Und der größte Teil vom Eisberg liegt ja unter Wasser, also nicht sichtbar und ist deswegen unbewusst. Und es würde helfen, wenn man das Unbewusste ein bisschen mehr hervorhebt, damit man da sich auch verbessern kann und zu einem guten Team zusammenwächst. Beispiel wäre hier, es gibt ja Redner, denen fällt nicht auf, weil es unbewusst ist, dass sie ständig M sagen. Oder bei Frauen, die sich ja manchmal gerne in den Haaren zwirbeln und das auch nicht merken. All das, wenn das kommuniziert wird und nochmal bewusst gemacht wird durch Kommunikation, durch Feedback etc., dann hilft es ja dem Speaker in dem Fall, das zu verbessern und beim nächsten Mal darauf zu achten, okay, jetzt sage ich nicht so oft M oder jetzt gestikuliere ich nicht so viel. All das ist eine Kompetenz mit der Reflexion, die enorm wichtig ist. Und auch hier wieder das gleiche Spiel, wie ich schon bei Bewusstsein und beim Verständnis gesagt habe. Es bedarf auf jeden Fall Unterstützung. Ja, in der Umsetzung. Ich habe euch nur zwei Bilder mitgebracht, weil es war jetzt alles sehr, sehr oberflächlich in Anführungsstrichen, dass ich jetzt eine Umsetzung definiert habe auf persönlicher und eine Umsetzung auf Teamebene. Denn ich sage, dass ein gut zusammenarbeitendes Team, was mehr als nur Fachkompetenz erfordert, braucht in jedem Fall auch Neugierde. Das heißt, Neugierde ist ja ist in der Natur des Menschen. Das kann ich auch fördern, indem ich vielleicht mal ein neues Tool reingebe oder eine neue Methode in der Retro ausprobiere. Ich kann aber auch oder sollte auch mit Herz dabei sein. Das ist auch ganz wichtig, denn man sagt ja auch nicht umsonst, was man gerne macht, macht man gut. Und dass man darüber auch nochmal spricht oder sich Gedanken auf der persönlichen Ebene macht, warum mache ich das gerade nicht mehr gerne? Was fehlt mir denn? Alles bedingt durch die Reflexionskompetenz. Dann die Fühler ausstrecken heißt auch mal über den Tellerrand schauen, sich mit anderen Abteilungen zu vernetzen, sich nicht scheuen, mit anderen in Kontakt zu treten und ja, ein gutes Gefühl einfach auch zu haben in dem Team, mit der Arbeit, mit der Aufgabe. Was man dabei aber nicht vergessen darf, ist natürlich, dass man auch Unterstützung anfordert. Das heißt, man soll sich nicht scheuen, auch um Unterstützung zu beten, wenn denn welche da ist.
ist auch nicht einfach, das ist jetzt sehr leicht gesagt, aber das ist auch ein Prozess, wo man zum Beispiel erstmal mit dem Scrum Master darüber sprechen kann. Und dann das Symbol oben rechts, die blauen Männchen, heißt, auf der persönlichen Ebene kann auch ich Coachings oder Übungen oder Trainings machen, die mir helfen, damit ich mich besser fühle und auch besser in ein Team gehen kann. Und das Ganze dann auf Teamebene übertragen bedeutet, dass ich auf jeden Fall ein gemeinsames Bewusstsein und ein gemeinsames Verständnis brauche, damit ich auch weiß, wo wir als Team uns hinbewegen und nicht jeder für sich vor sich hinarbeitet. Das bedeutet auch, dass der Scrum Master nochmal die Scrum-Werte und Prinzipien und Events erklärt und den Austausch fördert und Thema Kommunikation auch nochmal anspricht. Dann ist bei auf Teamebene auch nochmal wichtig, die iterativen Prozesse zu leben. Das heißt, die Scrum-Events auf jeden Fall einzuhalten. Als Beispiel könnte hier für einen iterativen Prozess ja auch noch genommen werden aus dem Lean Management den Plan, Do, Check, Act-Zyklus. Ist ja auch eine Iteration. Dann auch ganz wichtig, lösungsorientiertes und mehrwertorientiertes Arbeiten, wo man den Fokus auch immer setzt. Dass man den Fokus nicht verliert auf das Ziel, dass man auch eben inspiziert und anpasst, auch ganz wichtig. Und das Symbol mit dem Kapitän soll zeigen, auf zu neuen Ufern. Wenn ich den Mut habe, wenn ich mich verbessern möchte, wenn ich an ja, Neuerungen teilnehme, neue Tools ausprobiere, als Team zusammenwachse, dann bringt das einen Aufwind. Das heißt, ich kann mich auch nur stetig verbessern. Und das Symbol mit der kleinen Pflanze soll bedeuten, Neuerungen nicht gleich verwerfen. Wenn ich was ausprobiert habe im Sinne von Trial and Error und es hat nicht funktioniert, ich brauche es ja nicht gleich verwerfen. Ich kann es ja zum Beispiel mit ins Backlog aufnehmen. An anderer Stelle hilft es ja. Heißt ja nicht, dass die Zeit umsonst war. Also nach hinten raus auf jeden Fall. Und hier das gleiche Symbol wie auf der persönlichen Ebene auch, ist nochmal das zum Thema Trainings oder Coachings oder Übungen. Ich muss natürlich erstmal Ist-Zustände feststellen auf Teamebene. Also Ist-Zustände zum Beispiel von agilem Arbeiten kann ich ja anhand von Reifegradmodellen machen. Und muss natürlich gleichzeitig auch den Sollstand definieren. Das heißt, was möchte ich als Team überhaupt? Und da würde ich ganz klar sagen, als Team möchte ich ein effizientes High-Performance-Team sein. Okay, zum Abschluss habe ich euch nochmal eine Folie mitgebracht. Wir haben uns jetzt ausgetauscht, beziehungsweise ich habe auch viel gesprochen über das Thema einer für alle, alle fürs agile Team, warum gute Zusammenarbeit im Team mehr als eine Fachkompetenz erfordert. Und das soll die Roadmap sein für heute, die wir quasi durchgesegelt sind, indem wir gesagt haben, oder ich nochmal zusammenfasse, was die wichtigsten Punkte sind. Ich möchte heute mitgeben, dass auf jeden Fall Thema Bewusstsein, dass es ein gemeinsames Bewusstsein, ein gemeinsames Verständnis gibt. Wenn ihr heute rausgeht, überlegt doch auch nochmal nach, wo hapert es denn gerade im Team? Was genau sind Themen, die man ansprechen sollte? Wen kann ich ansprechen? Können wir Sachen im Team lösen oder nicht? Wen brauche ich dazu? All das sind wichtige Fragen, die man sich stellen kann, um sich auch ständig zu verbessern. Die Insel in dem Fall soll verdeutlichen, dass man sich auch Zeit nimmt. Also wie ich schon gesagt habe, Prozesse sind Prozesse und passieren nicht von heute auf morgen, dass wir uns als Team auch die Zeit nehmen, zusammenzuwachsen. Also Thema Teambuilding auch nochmal ganz wichtig. Und dass wir das auch fördern, das gegenseitige Kennenlernen, Fremdbild und Selbstbild, das sind auch Methoden, die man in der Teamarbeit gut anwenden kann. Der Eisberg soll heißen, dass man gemeinsam auch Herausforderungen überwindet. Das stärkt ja auch die Teambindung. Und das kann ein Team ja auch zusammenwachsen lassen, dass es dann letztendlich besser arbeitet. Exit-Spiele sind zum Beispiel da ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil man hat ein gutes Gefühl, wenn man gemeinsam als Gruppe es geschafft hat, das Rätsel zu lösen oder ja, das Hindernis zu überwinden. Das Boot mit den Segeln soll verdeutlichen, dass mir wichtig ist, dass man dem iterativen Ansatz folgt, und zwar zur kontinuierlichen Teamoptimierung. Ganz wichtig, dieses Fahrt aufnehmen. Also nur durch die ja, wiederholenden Prozesse, wie man ja auch sagte, oder wie es damals war, dieses Übung macht den Meister, kommt ja auch nicht von ungefähr. Das heißt, wenn ich immer wieder anwende, das Inspect and Adapt, mich als
Team nochmal zusammenfinde, die ganzen Events durchgehe und vor allen Dingen Fokus auf die Retro nochmal lege. Wie können wir als Team besser zusammenarbeiten? Was hat nicht gestimmt? Was war vielleicht gut? Was sollten wir beibehalten? Das ist auch ganz wichtig. Und am Ende natürlich die Männchen im kleinen Boot, Fokus. Thema Fokus möchte ich auch nochmal mitgeben, dass man den Fokus nicht verliert und sich immer bewusst macht, wo steuern wir als Team denn hin? In diesem Beispiel steuern wir auf das Haus zu oder auf den Strand oder in unserem Beispiel steuern wir auf den wohlverdienten Feierabend hinzu. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch für eure Teilnahme und für die Aufmerksamkeit bedanken, auch dass ihr mir jetzt bei dem Vielsprechen zugehört habt. Und würde mich freuen, wenn ihr vielleicht nochmal den QR-Code scannt. Der führt nämlich auf die zweite Mentimeter-Umfrage, sprich im Chat, der erste Link, der zum Thema, der zu meinem Feedback führt, wo ich mich sehr darüber freuen würde. Ja, vielen Dank an der Stelle.